Hello there. I am Petrus of... If not, I'd prefer to keep it. Hello, I realized, but I also hear... No. Eine Kupfermünze. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Münzen anfangen kann. Haben wir die Münzen ins Nest gelegt? Nee, ne? Nee. Oh my... Oh, I have to... So what if I would... Would that... Ja, er wartet. Very well. Oh. Ja, weiß dem Pfad folgen oder nicht? Wir können ja erstmal einfach nur so tun, als wenn wir ihm folgen, oder? Ja. So oder so ist es gut. Wenn wir einen guten Paladin spielen wollen, dann folgen wir jetzt dem Pfad des Lichts. Und wenn wir einen bösen spielen wollen, dann haben wir den Eid gerade nur so geleistet, ohne ihn wirklich zu meinen und seine Dienste zu bekommen. Danach hauen wir ihn tot. So. Gegenstand kaufen. Was können wir denn kaufen? Rückkehr. Rückkehr haben wir noch nicht. Braucht 18 Glaube. Ist gekauft. Oh, wir können die ganzen Sachen jetzt ja noch mehrfach kaufen und dann noch mehrfach nutzen. Das ist praktisch. Okay. Wobei ich nicht weiß, wozu ich die größere Heilung brauche. Kann nur einmal gewirkt werden. Bringt gar nichts. Geste erlernen, Schulterzucken. Die kannten wir schon. My companions are my lady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. Soweit ist noch alles okay. Also er sagt, dass seine Gefährten die junge Milady ist und zwei Gefährten. Das ist Kleinkopf und Breitschulter, oder wie die hießen. Die wir ja auch umbringen. Aber er lässt nicht irgendwie andeuten, dass er vorhat, sie zu töten oder zu vergewaltigen und dann zu töten oder sonst irgendwas. Aber das wird man auch nicht so sagen, hm? An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Na, genau, die Stelle hatten wir auch gehabt. Da hatte ich damals Nein gedrückt, weil wir nicht genug Seelen hatten. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt können wir wissen, was er jetzt sagt. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Das war's. Dafür habe ich gerade 8000 Seelen bezahlt. Okay, das weiß ich. Aber danke. Das heißt, wir müssten jetzt in das Grabmal der Riesen und da dieses Feuerrad, den Boss, umbringen. Und dann würden wir das Ritual lernen und damit können wir sie noch weiter entfachen. Das normale Entfachen geht aber jetzt schon, nur nicht an dem ersten Leuchtfeuer. Weil das halt das Ritual braucht, um noch weiter entfacht zu werden, weil es ist schon gut entfacht. Ja, okay. Das war nicht wirklich 8000 wert, aber... Jetzt haben wir wenigstens die Gewissheit, da nichts verpasst zu haben. Und wir können ihn immer noch umbringen, wenn wir wollen. Hier war ein Secret. Hui. So eins der ersten großen Secrets, die wir damals gefunden hatten. Was auch echt praktisch war, weil hier ist irre viel Zeug. Die Frage ist halt nur, wie viel davon noch sinnvoll ist. Oh, Heimkehrknochen kann man immer gebrauchen. Morgenstern und Talisman. Vier Augäpfel. Da hinten war noch was. Die Skelette hier konnten wir töten. Die Skelette unten, da brauchen wir das Schwert für. Das Schwert müssten wir übrigens auch aufstufen. Wobei wir erstmal zum Schmied kommen müssen. Oh. Guck mal, wie stark die hier sind. Hält sich in Grenzen. Ah, one-hitten kann ich sie nicht. Aber wie gesagt, halten nicht so sehr viel mehr aus. Aber dafür machen sie mehr Schaden. Bosse könnten noch interessant werden. Also ich könnte jetzt ja recht schnell zu einem Boss hin, nämlich dem... Oh, hallo. Oh, ich mag die Großen nicht. Genau, schnell kaputt hauen, bevor du seine Stampfattacke da macht. Oh, 2000 Seelen. Die gaben vorher keine 2000 Seelen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also es gibt wohl auch einen Bonus auf die Anzahl an Seelen, die gedroppt werden. Wie viel? Keine Ahnung. Aber merklich. Oh, großer kommt, großer kommt, großer kommt. So. Das war ein wenig waghalsig, ja, musste sein, sonst hätten die mich kaputt geprügelt. Also bei Stufenaufstiegen eventuell wieder Lebenspunkte steigern. Sonst werden wir irgendwann gewonnen-hittet von Bossen und das wäre nicht so schön. 11.000 Seelen. So, hier oben waren wir schon. Ja, wie gesagt, hier will ich ja gar nicht hin. Da müssten wir das Schwert erst weiter aufstufen. Und dazu müssten wir zum Schmied. Das heißt, wir kämpfen uns durch die Stadt der Untoten. Wie ganz am Anfang. Bitte mach kein Häufchen, Rabe. Wie ganz am Anfang. Werden dann den Tauren besiegen. Der ja zwischen uns im Weg ist. Und dann der Drache. Ich hätte jetzt einen Bogen, um auf ihn zu schießen. Aber der macht fast keinen Schaden. Das könnte man aber auch noch angehen als so kleines Projekt. Dass man... wo bist du? Waffen... Ding, 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 ding. Drachentöter Großbogen. Den da. Da bräuchte man 20 Beweglichkeit für. Das wären 8 Level noch. Das ist eine ganze Ecke. Aber das Ding müsste einen ordentlich Schaden machen. Das hier macht nämlich 36 und das hier macht 90. Hammer. Wächterschweif? Der abgeschnittene Schweif des Mausoleumswächters. Peitsche. Ist eine Dex-Waffe, ja, nö. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir das angeguckt haben. Also eventuell hätte ich das auch vergessen. So, da hinten ist Loot. Da ist kein Händler mehr. Kommt erst später. Irgendwie hat sich gerade ein Tod gestürzt. Ja, billige Seelen. Aber da hinten müsste... Oh, genau. Da hinten müsste ein Ring sein, der ganz praktisch ist. Den hätte ich jetzt auch wieder gerne. Der sorgt nämlich einmal dafür, dass wenn man stirbt, dass man nicht die Seelen verliert. Und es gab ja doch ein, zwei Stellen, wo es recht garstig war. Zum Beispiel die Stelle, wo man auch sterben musste, beim Schuppenlosen. Das müsste so ziemlich die beste Stelle sein, um den Ring zu benutzen. So, hoch. Ja, da unten war Loot von so einem stinknormalen Typen, aber die brauche ich nicht. Ding. Ja, Backstab. Absolut Overkill. Nee, nicht plündern. Geh weg. Ah. Ich bin ein bisschen gespannt, wie stark der Taure ist. Also wir haben jetzt eine super tolle Rüstung und so weiter, aber wir haben ja gesehen, dass selbst Trash-Mobs uns auch nicht Schaden machen können. Boss könnte echt garstig werden. Und die Statuseffekte kommen auch wesentlich schneller zustande. Also das Ding hat mich gerade zweimal gebissen und ich war schon fast toxisch. Das ist übel. Und die Abkürzung hier schalten wir von der anderen Seite frei, richtig? Ja. Oh Mann, das wird noch ein Chaos, mich jetzt wieder neu zu orientieren. Also einmal ist es schon recht lange her, dass ich hier in den Anfängergebieten war. Und dann erinnere ich mich nur noch daran, wo die ganzen Abkürzungen waren. Aber ich weiß natürlich nicht mehr, wie ich an die Abkürzung gekommen bin und wann welche Abkürzung freigeschaltet wurde. So, Eck. So, hier war, glaube ich, gar nichts. Oh, und diese Funkel-Kakerlaken-Echsen-Dinger. Vielleicht haben die jetzt ja auch was Neues. Weil mal im Ernst, wenn sie jetzt Funkeldetonit oder so droppen, dann ist das nicht so wirklich prickelnd. Doch, ist es. Mist, wir hätten vorher einkaufen gehen sollen. Weil wir haben jetzt ja keine Möglichkeit, an Funkeldetonit ranzukommen. Also die ganzen neuen Waffen, die wir jetzt finden und eventuell aufstufen wollen, um auch alternative Waffen zu haben, die können wir ja nicht hoch aufstufen, weil wir kein Funkeldetonit haben, weil wir nicht genug große Brocken haben und so weiter und so weiter. Ich hätte echt vorher einkaufen gehen sollen. Naja, das oder wir rushen durch bis zu den Stellen, wo wir die Sachen finden. Hallo Drache, kann ich dich hauen? Nein, du bist zu schnell weg.
Wären wir da nicht ins Straucheln gekommen, hätten wir seinen Fuß hauen können. Hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, aber wir hätten es machen können. Oh, und der Händler. Wer hat der Händler ja auch was Neues hier? Aber bisher ziemlich gut machbar. Ich hätte es mir sogar einen Ticken härter vorgestellt. Dass es sich quasi genau so spielt, als hätte man gar keine Rüstung. So wie halt im ersten Durchlauf. So. Hallo, komischer Typ mit der Wanne. Jo, hallo, Gegenstand kaufen. Nichts Tolles. Ein Anwesenschlüssel wird gekauft. Das ist für den Magier-Lehrling-Typen. Reparaturkiste habe ich noch nicht mitgekauft. Sonst hast du keine tollen neuen Sachen im Angebot. Ne. Pfeile. Ich habe ganz viele Standardpfeile zum Bullen. Und das reicht auch. Hier gab es nichts Neues. Okay. Also leider keine neuen Sachen im Angebot. Schade. Hallo. Tut mir leid, ich kenne die Zukunft von allen Dingen. Es ist schwer, mich zu überraschen. Naja, außer ich habe irgendwas vergessen, was ja doch ab und an zutrifft. Aber gerade was Gegnerpositionen angeht, das merkt man sich ja doch mit der Zeit. Zum Beispiel auch die Ninjas, die bald unten kommen, in welchen Häusern die stecken. Das merkt man sich ja auch recht schnell, vor allem wenn man da 10-mal gestorben ist. So, mitkommen. Wurfmesser, ja, toll. Hier lang. Einmal kurz heilen. So, weiter Richtung Taurus. Ich will wissen, wie stark der ist. Und der Ziegendämon mit den Hunden, das wird nervig sein. Wenn die alle ordentlich Schaden machen. Hier, ah, Loot. Holzschild. Was gab es noch für Bosse, die ziemlich nervig waren, was Schaden angeht? Hm. Ja, werden alle schwieriger werden mit der Zeit. Weil, ja, das ist noch ein Knackpunkt, den ich auch vergessen habe. Es ist für uns jetzt gerade relativ einfach, hier durchzukommen. Aber unsere Rüstung wird nicht besser werden, die Gegner werden aber trotzdem stärker. Und unsere Waffe wird nur noch maximal 5 Stufen besser werden, aber die Gegner halten trotzdem mehr aus. Also klar, jetzt am Anfang ist alles easy, aber wenn wir nachher nach Anor Londo oder so kommen, dann könnte es ganz schön garstig werden, weil unsere Ausrüstung halt nicht wirklich viel besser wird. Vorher hat das ja richtig riesige Sprünge gemacht, was Ausrüstung und Waffen und Seelen angeht. Aber wir werden auch nicht mehr so häufig aufstufen, jedenfalls nicht im Vergleich zu früher. Also wir sind jetzt Level 80. Ich denke nicht, dass wir auf Level 160 kommen, bevor wir am Ende angelangt sind. Hm. Also das müssen wir auch im Auge behalten. Das heißt, eventuell müssen wir wirklich grinden, um später mithalten zu können. Was ein bisschen doof wäre. Aber das könnte ich ja off-camera machen. Und hier muss ich gar nicht lang. Also darum, da hoch. Euch Jungs. Dann kommen gleich die drei Ritter. Oben ist ein Bombenschmeißer. Hier drin war, glaube ich, nichts Wichtiges. Oh. Der Schlüssel von dem Händler war gar nicht für das Anwesen unten. Sondern für hier. Oh. Und ein schwarzer Ritter. Haha, da unten war ein schwarzer Ritter. Der könnte interessant werden. Ah, vor allem, wenn ein stinknormaler Speertyp schon ein Drittel unserer Lebenspunkte abziehen kann. Okay, schwarzer Ritter, komm her tanzen. Du warst früher ein richtiger Schock. Komm her. Ich habe deinen Herrn und Meister umgebracht und mich danach selbst in Brand gesteckt. Was hältst du davon? Ja, wusste ich's doch. Nicht viel. Ach, du Kacke. Komm, noch einmal backstabben. Oh, oh, oh.